Was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slake, und heute mal mit den 10 nervigsten Charakteren aus der Grand Theft Auto-Reihe. Ja, in den vielen Teilen von GTA gab es ja schon so einige Charaktere, die wir kennenlernen durften. Und die meisten davon sind auch richtig cool und es macht auch sau Spaß, mit denen zu chillen. Aber es gibt halt auch ein paar negative Ausnahmen, die der breiten Masse leider überhaupt gar nicht gefallen. Meistens liegt halt einfach daran, dass sie einfach extrem nervige Charaktere sind, die man am liebsten gegen die Wand klatschen möchte. Ja, und genau aus diesem Grund habe ich mich mal heute mal wieder von der kreativen Muse küssen lassen. Und so gibt es heute mal die 10 nervigsten Charaktere der gesamten GTA-Reihe. Ja, bevor ich damit aber anfange, fände ich es wie immer richtig cool von dir, wenn du mir auf diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen würdest und mich kostenlos abonnierst für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online. Und jetzt nochmal ein Shoutout an die 10 Leute von Snapchat gestern, denn auf Snapchat habe ich ja einen Snap gepostet, wo ich euch gesagt habe, dass ihr mir einfach einen Snap mit eurem Namen schicken könnt. Und die ersten 10 Leute, die das dann gestern gemacht haben, den habe ich dann versprochen, sie heute hier in dem Video zu grüßen. Deswegen gehen ganz herzliche Grüße raus an Alexander Schmell, Joshua Spade, Relon Scudix, Manuel, Finn, Ahmed, Mika, Florian und zu guter Letzt der Tore. Ja, Grüße gehen raus an jeden einzelnen von euch. Ziemlich, ziemlich cool, dass ihr da die 10 ersten wart. Und wie gesagt, wenn ihr auch mal gegrüßt werden wollt, dann folgt mir doch einfach auf Snapchat und Instagram. Alle paar Tage poste ich dann noch auf einem der beiden Sachen dann ein Foto, wo ihr dann wieder die Chance habt, gegrüßt zu werden. Ihr müsst einfach nur schnell sein und immer schön die Augen offen halten. Naja, bevor ich jetzt aber noch mehr Zeit verliere, würde ich sagen, lass uns direkt mal anfangen. Und zu Beginn, wir können ja alle zählen, kommt jetzt einfach mal die Nummer 3. Ich bin so witzig. Nee, Spaß. Die Nummer 1 natürlich. Und zwar Roman Belleg. Jeder kennt ihn, jeder hasst ihn, niemand mag ihn und wohl am wichtigsten, niemand will mit ihm bowlen gehen. Die Rede ist natürlich vom charmanten Roman Belleg aus GTA 4, welcher durch seine berühmte Hey Cousin, let's go bowling Phrase zu einer regelrechten Pop-Ikone der 90er Jahre wurde. Nee, Spaß, aber dieser Satz hat ihn dennoch international berühmt gemacht. Zwar war er zu Anfang noch ein recht netter Typ, welcher uns am Anfang des Spiels auch immer gut motiviert hat, aber leider lernen wir Roman halt im Laufe des Spiels zu hassen kennen, denn er ist wirklich dafür bekannt, in den schlechtesten Situationen uns zum Bowling einzuladen. Warum war er denn dafür bekannt? Nun, Roman ist ja gestorben und hatte auch einen sehr, sehr traurigen Tod. Der ist aber auch gerade hier oben rechts verlinkt in meinem Video, die traurigsten Tode aus GTA. Wenn euch diese also interessieren, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Und die Nummer 2, der wohl größte Hurensohn des Mobilienmarktes, fucking nochmal Simeon. Ja, Simeon ist ja eine wirklich sehr wichtige Persönlichkeit in der Story von GTA 5, da Franklin durch Simeon erst den Michael kennenlernt. Im Singleplayer scheint Simeon da ja auch ein recht netter, sympathischer Typ zu sein, aber im Online-Modus ist er leider, wie gesagt, ein richtiger Hurensohn. Yo, damn Slag, was verleitet dich denn dazu, ein so schlimmes Wort in den Mund zu nehmen? Nun, recht simpel, Leute. Im Online-Modus werden wir ständig von Simeon belästigt. Wer kennt es nicht? Man fährt mit seinem Auto durch die Gegend, aber oh weh, oh Schreck, das Auto geht kaputt. Kein Problem, denkt ihr euch. Wir bestellen uns einfach ein neues, aber oh nein, wir haben gerade erst eins bestellt und müssen daher erstmal 3 Minuten beim Mechaniker warten. Ah, immer noch kein Problem, wir klauen uns einfach ein Auto von der Straße, sagt ihr jetzt. Haha, denkt sich aber der Simeon, dieses Auto will ich aber haben. Und als Belohnung gibt es dann erstmal 2 Sterne für euch und die Bullen jagen euch und Simeon belästigt euch dann auch noch per SMS, dass er den Wagen haben will. Einfach richtig nervig. Und die Nummer 3, Manny Escuela. Manny ist ein ehemaliger Gangster aus GTA 4, welcher sich aber dazu entschlossen hat, ein guter Mitbürger zu werden. Denn seit dem Jahre 2005 legt er nämlich viel Wert darauf, auf die Verbesserung der Stadt und will die Straßen auch noch aufräumen. Das Ding ist halt, er hat immer noch einen Kameramann dabei, welcher ihn bei all seinen guten Taten filmen soll. Das Ding ist aber, Nico Bellic möchte das natürlich nicht. Warum, fragt ihr euch? Nun, Nico ist halt ein Krimineller. Und es kommt daher auch zu mehrfachen Auseinandersetzungen und irgendwann eskaliert es auch so krass, dass Nico einfach die Kamera von seinem Kameramann kaputt macht, verständlicherweise, wie ich finde. Außerdem arbeitet er zwar mit Nico zusammen, aber Nico soll für Manuel immer nur die letzte Drecksarbeit machen, was natürlich auch nicht gerade ihm Sympathiepunkte einbringt. In der Mission Have a Heart wendet sich das Blatt allerdings, denn da erschießt Elizabeth Torres im Koksrausch die beiden und somit sind die beiden dann auch tot, wer hätte es gedacht. Und die Nummer 4, LGT aus GTA 5. Ja, damals haben wir ja mit dem neuen GTA 5 Online DLC die Möglichkeit bekommen, uns ein eigenes Meth-Labor zu kaufen, eine eigene Koksfabrik und sogar eine eigene Gelddruckanlage, um reich zu werden. Aber natürlich hat die Sache auch einen kleinen Haken, denn zu diesen wunderschönen Fabriken gibt es auch einen mehr oder weniger sympathischen Charakter, nämlich LG Tay, und seine Aufgabe besteht eigentlich nur darin, dem Spieler so penetrant wie möglich auf den Sack zu gehen, also zumindest entsteht so ein Gefühl. Denn das Ding ist, in einem gefühlten Abstand von 10 Minuten ruft uns LG Tay wirklich auf dem Handy an, um uns mit
mitzuteilen, wie unsere Fabrik vorankommt. Wenn man dann noch zu wenig Bestände hat, um weiterzuarbeiten, werden wir auch darüber mit Spam-Anrufen auf dem Laufenden gehalten. Das Ding ist halt, ist eine coole Idee, keine Frage. Richtig geil, dass man automatisch benachrichtigt wird, wenn die Fabrik nichts mehr produziert. Aber Gottverdammt nochmal, man muss doch nicht ständig dafür angerufen werden. Ja, das hat wahrscheinlich auch schon so manchen Controller fliegen lassen. Und mit der Nummer 5 ist das, was wir machen, zurückgehen. Na, wer hat eigentlich diese Anspielung gerade verstanden? Schreib's mir doch einfach mal in die Kommentare. Nee, aber die Nummer 5 ist mal ein wirklicher Retro-Schatz, nämlich Avery Carrington aus GTA Vice City. Steve Harrington, Avery Carrington ist nämlich ein erfolgreicher Immobilienhändler aus, wie gesagt, GTA Vice City. Und er ist halt ein kleiner Cowboy, welcher auch immer mit seinem Cowboy-Hut durch die Gegend läuft und darunter auch ein wunderschönes Toupet trägt. Zwar nerven auch seine ständigen Missionen, die damit verbundenen Cut-Sequenzen, aber was noch viel nervender ist, ist die Tatsache, dass er der Verantwortliche für die Mission ist, in der wir mit einem Spielzeug-Hubschrauber Bomben in einem Gebäude anbringen sollen, um dieses dann zu sprengen. Das Ding ist nämlich, GTA Vice City war mit dieser Mission der erste GTA-Teil, der dem Spieler erlaubt hat, selber rumzufliegen, mit einem Helikopter zum Beispiel. Und dementsprechend war die Steuerung halt mies kacke. Aber das habe ich auch schon in meinem anderen Video erklärt, nämlich die nervigsten Missionen. Wenn euch das interessiert, ist das auch gerade hier oben rechts verlinkt. Ja, und mit der Nummer 6 kommen wir jetzt auch mal zu Fabienne. Yo damn, wer ist denn Fabienne, höre ich euch sagen? Nun, Fabienne ist der mehr oder weniger sympathische Yoga-Lehrer von Amanda DeSanta, der Ehefrau von Michael DeSanta. Nicht zuletzt die Tatsache, dass der Yoga-Lehrer wahrscheinlich schon mit unserer Frau gepimpert hat, macht ihn zu einem nervenden Charakter. Nein, vielmehr die Tatsache, dass wir Fabienne die Mission Yoga entspannt verdanken können. Denn in dieser Mission werden wir dazu gezwungen, Yoga zu machen. Und diese Mission ist einfach extrem scheiße. Warum, fragt ihr euch auch hier wieder? Nun, ihr kennt es wahrscheinlich selber, die Steuerung ist kacke, bei dem kleinsten Fehler schlägt die Mission fehl und auch sonst bietet diese endlos zu scheinende Mission einfach nichts Spannendes. Daher ist Fabienne auch verdienterweise hier auf dieser Liste, einfach weil er uns diese nervige Mission beschert hat. Auf der Nummer 7 haben wir jetzt auch mal Brucey aus GTA 4, denn Brucey versorgt uns in GTA 4 meistens mit Missionen, die wir für ihn machen sollen. Sein Problem ist halt, dass er ein mit Steroiden aufgepumpter Sturkopf ist, denn Brucey ist zwar ziemlich breit gebaut, aber auch gleichzeitig, wie gesagt, ein ziemlicher Sturkopf, denn im Gegensatz zu Nico hat Brucey den amerikanischen Traum erreicht und auch verwirklicht, denn er ist reich, erfolgreich und hat einfach ein gutes Leben. Wenn er doch so erfolgreich und reich ist, wie ich sage, dann ist er doch ein bestimmt ein entspannter, chilliger Charakter. Tja, das ist nicht wirklich so, denn Brucey muss sich immer beweisen und muss daher jede Diskussion zu Ende führen, um so am Ende zu beweisen, dass die anderen einfach falsch lagen. Und das Ganze führt dann einfach dazu, dass man selber als Spieler Brucey einfach nicht mal wirklich nett und sympathisch findet, sondern eigentlich nur noch nervig. Denn er muss einfach, wie gesagt, jedem beweisen, dass er immer recht hat. Und die Nummer 8, ja, der, die oder das muss man hier sagen, denn auf Platz 8 haben wir eine transsexuelle Person aus GTA Vice City Stories namens Reni Vasulmeier. Ja, Reni wurde ursprünglich als Mann in der schönen Stadt München geboren und außerdem ist er dafür bekannt, Kunstfilme über Kinderquälerei zu drehen und auch Filme über Nashörner zu machen, welche Sex mit einem Neonschild haben. Ja, das klingt nicht nur ziemlich crazy, das ist auch ziemlich crazy. Nichtsdestotrotz hat er so viel Erfolg, dass er dann letzten Endes mit seiner Produktionsfirma nach Vice City gezogen ist, wo er dann Werbespots und Musikvideos produziert. Ja, 1984 lässt er sich dann auch zur Frau umoperieren und das ist dann auch der Punkt, an dem es unangenehm wird, denn Reni ist einfach ein extrem unsympathischer Charakter und jede einzelne Cut-Sequenz mit ihm ist einfach schlimm und wirklich, wirklich nervig. Missionen bekommen wir zwar auch von ihm, aber diese sind leider auch extrem langweilig, weil einfach nichts drin passiert. Aber naja, was will man machen? Manchmal gibt es einfach so ein paar unsympathische Charaktere, die man einfach nervig findet. Und der vorletzte Platz, die Nummer 9. Jetzt sind wir auch endlich gleich am Ende angekommen. Das ist nämlich Zero. Und Zero ist ein Charakter aus GTA San Andreas und seine Nerveneigenschaft lässt sich eigentlich relativ schnell zusammenfassen, denn er ist der Hauptverantwortliche für die Spielzeugflugzeugmission. Denn von Zero haben wir einfach so viele Missionen erhalten, in denen wir irgendwas mit diesen blöden Spielzeugen, Helis und Flugzeugen machen müssen. Ihr wisst ja schon, die Flugzeuge sind einfach schrecklich zu fliegen, die Steuerung ist scheiße und daher macht es einfach keinen Spaß und deswegen ist es auch wirklich nervig, dass wir von ihm diese Mission reingedrückt bekommen. Last but not least, die Nummer 10, Trommelwirbel bitte, der Mechaniker aus GTA Online. Denn was ist so schlimm an ihm? Nun, damals auf der PS3 war er dafür ja bekannt, nie unsere Autos zuverlässig zu liefern. Denn ihr kennt es vielleicht noch, wenn ihr auf der PS3 oder Xbox 360 gespielt habt. Wir rufen den Mechaniker an, lassen uns unser Auto bestellen, aber es kommt einfach nicht an. Denn meistens ist er mit unserem Auto weggefahren, weil er Angst bekommen hat. Manchmal hat er auch Unfälle gebaut und manchmal ist er halt auch gar nicht gekommen. Yo damn, das war doch auf der PS3, sagt ihr jetzt. Wieso ist denn der denn heute noch nervig? Nun, das ist ganz easy. Auf der PS4 gibt es zwar immer noch den Mechaniker, aber als großen Vorteil nicht mehr die nervende Eigenschaft, dass er die Autos meint, selber bringen zu müssen. Denn das hat ja, wie wir auf der PS3 gut gelernt haben, nicht so gut funktioniert. Aber es gibt immer noch eine nervende Eigenschaft. Denn wir bezahlen halt den Mechaniker. Und das einzige Problem ist es, wenn wir uns ein Auto bestellen, das aber kaputt geht, müssen wir erst wieder 3 Minuten warten, bis wir wieder eins bestellen können. Das bedeutet, wenn wir gerade irgendwie frisch unseren Centorno bestellt haben, den dann aber einer kaputt macht und man dann keinen Bock auf normale Straßenauto hat,
sondern wieder den Centauro haben will, muss man halt immer warten. Und das ist einfach extrem scheiße, extrem nervig und auch einfach extrem unangebracht. Denn ich persönlich sehe einfach überhaupt keinen Sinn da drin, dass wir einfach so ein Limit haben, wo man dann warten muss, bis man sich wieder ein Auto bestellen kann. Aber naja, was will man machen? Machst du nix, wie es so schön heißt. Aber Leute, wie sieht's denn bei euch aus? Welcher ist denn eurer Meinung nach der nervigste Charakter aus GTA? Schreibt es mir doch gerne zusammen mit dem Community-Hashtag Team Slack unten in die Kommentare. Naja, das war's jetzt doch schon wieder mit dem Video. Hat dir das Video gefallen? Dann zeig mir das doch mit einem Daumen nach oben oder einem positiven Kommentar. Abonniere mich doch auch gerne für mehr solcher Videos und bis wir uns jetzt also wiedersehen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.